Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, es war, was Projekte angeht, in den letzten 3-4 Wochen extremst ruhig auf meinem YouTube-Kanal. Das tut mir sehr leid, aber ich habe echt den Kopf unterm Arm gehabt mit den ganzen Projekten, mit dem Katalogversand, mit der Nordica, die dieses Wochenende stattfindet, wo ich mich irre drauf freue. Schon im Vorfeld mit den Demo-Days, die ja Mitte Mai für Stampin'-Up-Demonstratoren stattfinden werden. Da endet bald die Anmeldung und es muss natürlich sehr, sehr viel vorbereitet werden. Und ja, aber jetzt endlich, ich habe mir zwischendrin das Paper Pumpkin, was wir seit Anfang April in Europa bestellen können. Das kriegen wir ja leider nicht immer, das kriegen wir in den letzten zwei Jahren haben wir es zweimal im Jahr bekommen, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, Winter. Und das hier ist unser Frühjahr Paper Pumpkin. Ich freue mich da immer sehr drüber, weil einerseits sind die Projekte da drin sehr, sehr schön, aber man kann auch sehr tolle Alternativprojekte natürlich damit machen. Und in diesem Video möchte ich euch einmal ganz kurz den Inhalt zeigen. Danach zeige ich euch die drei vorgeschlagenen Projekte, die Stampin' Up! Immer ja, als Anleitung mit in solchen Paper Pumpkins drin hat. Und zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Alternativen, wie ich sie gemacht habe. Und eine der Alternativen basteln wir auch zusammen. Legen wir gleich nach dem Intro mal los. Als erstes möchte ich euch mal den Inhalt zeigen. Das Paper Pumpkin kommt immer in so einem kleinen Kästchen und es ist alles drin, was man tatsächlich für diese Karten benötigt. Das lege ich mal eben kurz zur Seite. Und zwar hier ist immer so ein kleiner Flyer mit drin. Einerseits, das sind die drei vorgeschlagenen Projekte. Es sind 9 Karten enthalten in diesem Paper Pumpkin. Jeweils 3 je Design mit passenden Umschlägen dazu. Und innen drin wird dann erklärt, wie man das macht, wie man das zusammenstellt. Das ist immer viersprachig. Und auf der Rückseite ist dann nochmal drin, was in dem Set tatsächlich enthalten ist. Und auch hier sind nochmal ein paar Alternativen abgedruckt. Als erstes mal ganz kurz der Inhalt. Das zeige ich euch mal eben fix. Es ist immer ein exklusives Stempelset mit enthalten. In diesem Fall, jetzt muss ich mal eben gucken, ob man das so gut sehen kann. Ja, machen wir mal hier. Nee, hier. So, jetzt sieht man es. Es ist ein großer Blumenstrauß. Es sind kleine Blümchen, es sind Blätter und es sind 3 Sprüche enthalten. Enthalten sind Dimensionals, die man natürlich ganz prima zum Verarbeiten nehmen kann. Enthalten ist immer ein Stampin' Spot, also ein kleines Stempelkissen, in diesem Fall in der Farbe Waldmoos. Dann sind enthalten Aufkleber. Das sind die, die ihr hier beispielsweise in der Karte seht. Auch das in 3 Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch. Dann haben wir in diesem Fall so kleine, im Englischen heißen die Doilies. Wie heißen die noch? Steht das hier mit drin? Einen Moment, ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. Goldfolienakzente. Ah, wie heißen denn die Doilies noch im Deutschen? Ich komme nicht drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Und das Schöne daran ist, wer kein Gold mag, kann auch die Rückseite nehmen, die ist nämlich weiß und die kann man dann auch noch direkt bestempeln. Dann haben wir jeweils 3 Karten in, oh, hier ist noch was zwischen, in einem äußeren Design. 3x die, innen sind die weiß. Einen Moment. So.
dreimal die, auch in weiß. Und dreimal die mit dem Blumenmuster. Da ist die dritte auch in weiß. Dann haben wir Aufkleber. Nein, Entschuldigung, das sind keine Aufkleber. Das ist gar nicht wahr. Das ist immer mal ein bisschen anders. Das hier sind die Aufkleber. Das sind Ausstanzungen, vorgefertigte Ausstanzungen, die ihr aufkleben könnt. Die sind auf der Rückseite weiß. Und hier haben wir nochmal ein paar Etiketten. Auch schon vorgestanzt, die braucht man dann nur rausdrücken. Und wir haben noch drei Aufleger in Pergament, bedruckt mit Gold. Und auch hier ist die Rückseite wieder weiß, beziehungsweise schimmert weiß durch. So, wir haben hier noch 9 passende Umschläge. Das heißt, immer in die Inlets sind in den entsprechend passenden Farben. So. Und zu guter Letzt haben wir ein paar schwarze Pailletten und ein klein wenig Band in Waldmoos. Das ist der Inhalt. Kommen wir zu den Karten. Okay, dann zeige ich euch, was ihr braucht für die erste Karte. Und weil das wirklich super, super einfach ist, zeige ich euch im Schnelldurchlauf, wie ich diese Karte zusammenbaue. Das gleiche mache ich mit der zweiten und der dritten Karte, also den Beispielen von Stampin' Up auch. Weil es ist wirklich super easy, super einfach. Was ihr braucht hierfür für die erste Karte, was nicht im Paket enthalten ist, ist ein Acrylblock für den Stempel. Und alles andere ist da. Ich lege jetzt einfach mal los und lasse das Video halt etwas schneller laufen. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. Sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these und fertig ist die erste Karte. Das war's schon. Was ich jetzt benutzt habe, ist Flüssigkleber, um die das Deckchen aufzubringen, was ich vergessen habe, eben im Video zu zeigen, was auch noch mit enthalten ist, die sind mir so ein bisschen dazwischen gerutscht, sind Mini-Klebepunkte. Die könnt ihr auch, wenn ihr keinen Flüssigkleber habt, also komplett neu seid mit den Produkten von Stampin' Up und beim Basteln, dann könnt ihr auch die nehmen anstatt des Flüssigklebers. So, das war die erste Karte. Kommen wir zur zweiten und da mache ich das wieder genau so. Das heißt, ich ziehe mir gerade mal eben die Produkte ran, die ich brauche. Diese Sachen sind es aus dem Paper Pumpkin, die ich für die zweite Karte brauche. Und auch das geht wieder rasend schnell und super einfach. Ihr braucht nichts weiter, außer, was auch im Paket enthalten ist, das Klebemittel und auch die Klebepunkte. Denn das Vellum klebe ich dieses Mal mit den Klebepunkten auf. Ich lasse das Video wieder schneller laufen. Und ihr schaut einfach zu. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do
think. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Just do what you love, live it, share it, you know. It's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way. To love, live and share it today. Hier haben wir die zweite Karte. Und wie ihr gesehen habt, es ist gar nicht so einfach, diese Grüße dort drauf zu bringen. Ich habe das eine Stückchen hier ausgeschnitten. Dann habe ich das negativ. Ich zeige euch das nochmal kurz und erkläre euch das nochmal. Ich nehme jetzt mal das Französische. Denn für Französisch habe ich so gar keine Verwendung. Es ist aber nun mal da. Das ist auch nicht das Problem. Übrigens, wenn ihr das etwas enger ausschneidet, ich mache das hier jetzt gerade mal. Das hier ist etwas dickeres Papier. Ihr könnt jetzt zum Beispiel diese Überstände hier auch noch euch behalten und da Ausstanzungen draus machen, wie kleine schwarze Blümchen oder sowas, weil das hier selbstklebend ist und es ist etwas fester. Das ist nochmal so eine Alternativverwendung für die Schnipsel, die hier übrig bleiben. Ich habe hier also mir das ausgeschnitten und habe die Folie hinten abgezogen. Und nehme jetzt, einen Moment, ich nehme das mal eben hier rüber und ziehe jetzt hier quasi aus den ganzen Zwischenräumen, und das ist egal, welche Sprache ich da jetzt benutze, eben habe ich ja das ganz liebe Grüße benutzt. Ich ziehe hier jetzt alle Zwischenräume ab. Das geht noch relativ schnell, wie ihr seht. Und was ich dann aber noch machen muss, und das hat ein bisschen, jetzt klebt das hier wie verrückt an mir, das hat einen kleinen Moment gedauert. Ich habe meinen Aufhebhelfer genommen. Die größeren Stücke hier, die kann man wunderbar so ein kleines bisschen knicken und dann kann man die da rausnehmen. Aber bei den kleineren Teilchen funktioniert das leider nicht so richtig gut. Und deswegen habe ich mir meinen Aufhebhelfer genommen und piekst da so ein kleines bisschen an die Seite und kann die kleinen Schnipselchen dann dort rausfummeln. Und dann kann man nämlich ganz wunderbar, indem man das Papier hier so knickt, der gesamte Spruch hängt aneinander. Und wenn man das hier jetzt so quasi vom Papier runterrollt und dann möglichst nur an einer Ecke festhält, kann man das wunderbar aufkleben. So, und damit ist die zweite Karte fertig. Was ratzfatz ging, ebenso wie die erste Karte. Kommen wir zur dritten Karte und auch das lasse ich natürlich wieder im Schnelldurchlauf machen. Was ihr dafür braucht, ist diese Kartenbasis, den großen Strauß. Ihr braucht ein paar Pailletten, wieder einen Stempelblock für den langen Stempel. Und auch das hier braucht ihr, weil das legt ihr unter. Und ich kann das nicht so richtig gut erkennen, aber ich doch. Kann ich doch. Kann ich doch. Das Band brauche ich hier nicht. So, das sind... Oh, und den großen Blumenstrauß brauche ich natürlich auch noch. Den hole ich hier auch noch mal eben raus. Wie gesagt, die Sachen sind vorgestanzt. Auch da braucht ihr nichts weiter. Ihr müsst es halt nur mit ein klein wenig Vorsicht rausziehen. Und schon ist das fertig. So, dann lege ich mal wieder los. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love.
chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Und auch das war's schon. Und so habt ihr, bis auf die leichte Fummelei bei dem Spruch, drei ganz schnelle Karten, so wie sie von Stampin' Up! Vorgegeben waren. Und was noch dazu gehört, sind dann die entsprechenden Umschläge. Und schon habt ihr drei irre schnelle Karten zusammengebaut. Wie gesagt, diese Sets sind eigentlich gemacht entweder für, ich sag mal, für zwei Zielgruppen. Einerseits diejenigen unter euch, die ganz frisch mit dem Basteln dabei sind, noch nicht viel an Material haben, denn wie ihr seht, bis auf die Acrylblöcke, die ihr braucht, ist alles enthalten an Klebematerial, Stempel und so weiter. Auf der anderen Seite sind diese Kartensets, dieses Paper Pumpkin, natürlich auch für diejenigen gemacht, die mal eben schnell eine Karte als Mitbringsel haben wollen, ohne jetzt ihr gesamtes Bastelmaterial rausholen zu müssen, sich etwas einfallen lassen zu müssen, und das ist natürlich super, super schnell gemacht. Als nächstes möchte ich euch noch ein paar Alternativen vorstellen, die ich mit diesem Paper Pumpkin Set gemacht habe, und eine Alternative davon, die basteln wir dann ganz am Anschluss oder ganz im Anschluss daran dann auch noch zusammen, und ich zeige euch, wie einfach man so etwas machen kann. Dann zeige ich euch noch mal meine alternativen Projekte. Ich habe eine Karte mit einer, ich weiß immer noch nicht, wie es auf Deutsch heißt, einer Doily, einer Unterleg. Ich habe keine Ahnung, wie heißt denn das? Ach, verdammt, ich komme nicht drauf. Ich habe diese Karte, den Kartendeckel quasi, einfach diagonal durchgeschnitten, und das übrig gebliebene Stückchen habe ich innen auf die Karte geklebt. Und so habt ihr so eine ganz einfache Karte, die ihr natürlich noch weiter verzieren könnt, wenn ihr mögt, wo ihr innen noch was reinstempeln könnt oder aber innen was reinschreiben könnt. Passender Umschlag dazu, fertig. Dann, das ist so eine ganz einfache, wirklich nur einmal stempeln, zusammenkleben, fertig. Das hier ist ein klein wenig aufwendiger, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Was habe ich gemacht? Ich habe eine weiße Kartenbasis mir zugeschnitten, habe mir von der, einen Moment, zeige ich euch, von dieser Kartenbasis ein Stückchen abgeschnitten, habe das dahinter geklebt, habe ein Stückchen Farbkarton in Hummelgelb genommen und darauf habe ich mir ein Stückchen Vellum genommen, damit das so ein bisschen verwaschener aussieht. Das hier ist eine Ausstanzung aus den mitgelieferten Produkten. Hier noch den Stempelabdruck und fertig ist die nächste Karte. Innen drin habe ich noch die kleinen Blumen aus dem Stempelset gestempelt in die Ecke. Ein Umschlag dazu, fertig. Und das hier ist jetzt etwas mehr. Ich habe eine Basis in Waldmoos genommen, also Farbkarton dazu. Das hier ist die Vellum-Auflage, die im Paper Pumpkin mit dabei ist. Die habe ich nur in der Mitte geklebt, damit man das hier nicht sieht. Den Kleber, leider kommt der Kleber durch, das heißt, hier ist das locker, ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe mir eine Mattung in Merlot-Rot gemacht, ein Stückchen Flüsterweiß genommen. Das ist der große Stempel aus dem im Paper Pumpkin enthaltenen Stempelset. Das habe ich koloriert, und zwar mit hellem Calypso in Chili. Die Mitten sind in Mangogelb und in hell und dunkel grüner Apfel. Den Stempelspruch drunter und fertig ist die Karte. Ein kleines bisschen aufwendiger durch die Koloration. Einen passenden Umschlag dazu, fertig. Und die letzte Karte, die ich mit euch ganz fix zusammen basteln möchte, sieht so aus. Das ist wieder reines Material aus dem Paper Pumpkin. Das heißt, ich habe, das hier ist eine Kartenbasis, die mitgeliefert ist. Das ist wieder ein Stückchen, was ich abgeschnitten habe. Hier habe ich von dem,
zeige ich euch mitgelieferten Vellum einfach eine Seite abgeschnitten und drunter gelegt. Die andere Seite verbasteln wir gleich. Aufkleber, Pailletten, das ist eine Ausstanzung, die mitgeliefert wurde. Und den Stempelspruch habe ich nicht in Waldmoos mit dem Mitgelieferten gemacht, sondern passend zum Papier in Aventurin. Hierzu, das zeige ich euch. Und zwar nehmen wir dazu die Kartenbasis und die ist schon vorgefalzt. Und die hat eine Breite von 14 cm, also 5,5 Inch. Und bei 2,3 Viertel Inch bzw. bei 7 cm lege ich mir das an und schneide das schön vorsichtig bis zur Falz hoch. Lieber ein klein wenig drunter bleiben, wie ich jetzt. Einen Moment, ich zeige euch das. Wo ist mein Falzbein? Ich falze die mal eben um, dann sieht man das etwas besser. So, und hier sieht man jetzt, ich bin nicht ganz bis nach oben gekommen. Dann nehme ich mir lieber meine Schere und schneide den Millimeter nach, als dass ich da jetzt ein bisschen drüber bin. Das ist noch nicht mal ein Millimeter. Das Tolle an der Stampin' Up! Schere ist ja, die schneidet wirklich bis in die Spitze. Und jetzt habe ich diesen halben Millimeter dann nochmal eben ausgeglichen. So, das ist das eine. Hier habe ich mir auch hingelegt, was ich noch brauche. Ich brauche die kleinen Klebepunkte, ich brauche die Pailletten, ich brauche eine der Ausstanzungen, einen Umschlag natürlich, eine von den Ausstanzungen. Das ist das zweite abgeschnittene Stück von dem Vellum, was ich ein bisschen gekürzt habe, nämlich auf die gleiche Länge wie diese Ausstanzung. Das ist das hier abgeschnitten. Und das hier ist ein Stückchen von der anderen Kartenbasis hier. Da hatte ich ja noch einen von und da habe ich mir ein Stückchen ausgeschnitten. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Das kommt hier gleich rauf und das habe ich mir so angepasst, dass der Rand außenrum gleich ist. Und darauf arbeite ich jetzt. Was ich als erstes mache, ich klebe mir die Blumen auf. Ich nehme also zwei Dimensionals, das müsste eigentlich reichen. Eben gucken, ach, ich kann eigentlich auch noch ein, oh ne, zwei reichen. Und lege mir das so hier schön in die Ecke. Dann lege ich mir das hier einfach nur mal vorsichtig hin und schaue, wo ich das draufkleben möchte. Mal gucken, so ungefähr. Okay. Das heißt, das hier muss hier hin. Da, wie ich eben gesagt habe, man sieht, wo das Vellum geklebt ist, ich zeige euch das gleich auch mal eben, mache ich jetzt nur an die obere Kante ein bisschen Flüssigkleber und klebe mir das hier hin. Jetzt kommt das hier so ein bisschen raus, das ist aber nicht schlimm. Das sieht man gleich nicht mehr. So. Das lasse ich mal einen kleinen Moment trocknen. Den stempel ich mir jetzt. Und auch hier nehme ich wieder Aventurin. Das ist ja eine In-Color-Farbe des letzten Jahres. So. Der Spruch passt hier genau rein. Ist dafür gemacht. So, und das kommt ja jetzt hier gleich rauf. Hier erhöhe ich das mit einem Dimensional, weil hier ja unter der Blume ein Dimensional unterliegt. Und damit ich hier nicht noch höher komme, klebe ich mir ganz oben in die Ecke so einen kleinen Mini-Punkt, so einen kleinen Mini-Klebepunkt. Also oben links in die, ist das links? Ja, oben links in die Ecke. So ganz dicht da rein. So. Übrigens als kleiner Tipp mit dem Aufhebhelfer könnt ihr die Dinger nicht hier nur runternehmen und die Pailletten, sondern wenn ihr da so ein ganz kleines bisschen reinpiekt, auf der anderen Seite ist ja eine Folie, dann nehmt ihr da die Folie ab und knibbelt euch nicht zu Tode. Und auf die andere Seite kommt ein Dimensional. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, das ist fest.
Und jetzt lege ich mir das hier so hin, dass das nur ein bisschen durchguckt unten. Und hier auf der Blume, da habe ich halt die Erhöhung von dem Dimensional schon, das reicht. Das sieht man hier. Das gleicht das aus. So, da kommen jetzt noch ein paar Pailletten drauf. Und auch da nehme ich wieder meinen Aufhebhelfer. Eine große, eine, ups, ein bisschen tief, eine kleine und hier unten auch noch eine große. So, das war das. Jetzt müssen wir, könnt ihr euch entscheiden, rechte oder linke Seite, wie ihr es klappen wollt. Ich habe die hier auf der rechten Seite angeklebt, dann klebe ich die hier jetzt einfach mal auf der linken Seite. Und da nehme ich mir auch wieder einfach nur ein kleines bisschen Flüssigkleber. Ihr könnt natürlich auch Abreißklebeband oder Ansichtklebeband nehmen, wie ihr das möchtet. Ich finde das immer ganz gut mit Flüssigkleber, falls ich doch irgendwie ein bisschen schief komme, was hierbei jetzt eher unwahrscheinlich ist. Aber dann kann ich noch ein bisschen schieben. Das klappe ich mir jetzt einfach runter. Achte nochmal drauf, dass ich unten auch schön aufliege. Klebe mir das an. Und das war's schon. Und das hier könnte ich jetzt rein theoretisch auch noch einmal matten. Was würde denn gut passen? Auch warum nicht? Weiß würde ganz gut passen, denke ich. Habe ich vielleicht gerade ein einigermaßen passendes Stück, dass ich mir da mal ein Bild von... Oh, das sieht sehr gut aus. Das heißt, eben ganz kurz... 3 mal 4 ein Achtel, ein Achtel mehr, also 4 ein Viertel, was habe ich gesagt, mal 3, ne? Mal 3 ein Achtel, ups, so, und das matte ich mir nochmal eben schnell. Und auch hier mit Flüssigkleber. So. Und schon sieht das wieder ein kleines bisschen anders aus. Das passt insofern sehr gut, weil ja auch die Blume weiß umrandet ist. So. Sehr schön. Und jetzt habe ich das ja auf der Seite. Das heißt, ich lege mir das hier einmal ran, so dass es schön mittig ist. Und ich nehme dann immer das da hoch, wo der Schlitz quasi ist, damit ich weiß, bis hierhin darf Tombow. Und ich bleibe dann immer ein kleines bisschen da drüber, weil Augenmaß ist ja immer so eine Sache. Ne? Man kann ja auch mal einen Knick in der Linse haben. So, jetzt lege ich mir das wieder schön mittig hier rein. Das sieht sehr gut aus. Ein bisschen andrücken und fertig. Und schon habt ihr wieder einen weiteren Look. Hier hätte ich auch noch super eine weiße Mattung machen können, ne? Mit weißer Mattung finde ich das noch mal schöner. Und auch hier, entweder könnt ihr hier noch was hinstempeln, hier habt ihr genügend Platz zum Schreiben. Ich finde das so, das ist so eine angehauchte Funfold-Karte in super, super einfach, weil ihr braucht wirklich nicht viel machen. So, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit den ganzen Projekten, die ich hier so aus dem Paper Pumpkin gezaubert habe, ich lege die nochmal alle hier hin, ein bisschen zusätzliche Inspiration geben. Das sind so meine Alternativprojekte dazu. Man kriegt da noch jede Menge mehr raus. Man kann bestimmt auch Verpackungen machen. Ich habe mich jetzt einfach mal auf Karten beschränkt. Unabhängig davon, dass das eigentlich die drei sind, die man daraus machen kann. Und sowas kann man dann auch noch zusätzlich machen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß damit und noch ist das Paper Pumpkin verfügbar und aktuell. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt mich sehr gerne an. Ihr findet meine
meine Kontaktdaten, nicht meine Homepage. Ihr findet meine Kontaktdaten auf www.die-papiertante-nf.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, falls ihr das Paper Pumpkin schon habt. Falls nicht, kommt gerne auf mich zu. Bis dahin. Ciao, ciao.